So, heute folgt eine neue Folge mit Dingen, die ein guter Immobilienmakler niemals sagen würde. Hallo Herr Müller. Nein, ein gutes Exposé dauert ein bisschen was. Wir haben ja auch Bauzeichen und Architekten im Team und die machen das ganz professionell. Die Quotage von 3% ist Ihnen zu hoch? Kein Problem. Heute reicht mir ein Lächeln, dann sind wir fertig damit. Die Immobilie finden Sie in einem schlechten Zustand? Nein, wir nennen das antik, wertsteigernd. Ihr Objekt ist renovierungsbedürftig? Liegt direkt an der Autobahn? Das Dach ist undicht? Ja, kein Problem. Da kriegen wir locker 500.000 für. Das sollte kein Problem sein. Herr Papadopoulos, wo sind Sie? Ich stehe mit 6 Interessenten vor Ihrer Wohnung. Ach, Sie können nicht. Überhaupt kein Thema. Machen wir übernächste Woche. Ja, tschüss. Ob wir den Kaufpreis verhandeln können? Klar, ist ja nicht mein Geld. Es ist alles machbar. 50% geht auch über den Tisch. Ihnen ist der Preis zu hoch? Kein Problem. Die Differenz zahlen wir. Wir sollen Ihre Immobilie bewerten? Nein, ein Vor-Ort-Termin ist bei uns nicht nötig. Wir bewerten mit unserer Erfahrung von hier aus Schwerte direkt. Ach, Sie finden die Kaufnebenkosten zu hoch? Maklerquotage, Grunderwerbsteuer, Notar? Ist nur ein Rechenbeispiel im Exposé, vergessen wir das alles. Ihre Immobilie verkaufen? Nein, danke. Wir haben so viel im Portfolio, ich habe genug Arbeit. Jetzt noch? Nein, ich bin unterwegs. Nee, das schaffe ich nicht. Nee. Den Kaufvertrag schriftlich vereinbaren, das machen wir heutzutage nicht mehr. Bei uns reicht alles mündlich. Sie bekommen keine Finanzierung? Ach egal, ich bürge, Herr Müller. Ich stehe gerade zur Besichtigung, habe 1000 Schlüssel dabei, aber natürlich nicht der richtige. Ach, kein Problem, dann sieht der Kunde das Objekt halt wann anders. Och, der Keller ist feucht? Überhaupt kein Problem, ich schicke morgen unsere Handwerker vorbei, die pinseln einmal drüber. Dann sieht das keiner. Ihnen fehlen wichtige Unterlagen für die Finanzierung, wie Lageplan, Außenansicht? Kein Problem, gucken Sie einfach auf Google Maps, da finden Sie alles. Natürlich habe ich das Exposé dabei. Außenansicht reicht doch auch, oder? Die Einzimmerwohnung mit 40 Quadratmetern ist Ihnen zu klein, ist doch kein Problem. Sie können Ihre 4 Kinder doch ganz einfach mit Hochbetten auch im Zimmer stapeln. Die Finanzierung steht? Top, Glückwunsch. Wie viel? 11,3%. Die Hausbanken sind top. Welche Hausbank war das nochmal? Nee, Finanzierung steht nicht. Der Notartermin ist gleich. Ach, wissen Sie was? Das kriegen wir auch irgendwie hin. Das war natürlich nur Spaß. Im echten Leben, bei uns geht's ganz anders ab. Schaltet wieder ein, abonniert uns und wir sehen uns nächste Woche. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen. Abonniert unseren Channel und in unserer Infobox findet ihr noch 2 weitere Videos. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag zu einer neuen Folge von Digma TV.